ZDF. WTF Game Division. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Und zwar spielen wir, wie der Profi schon erkennt, ja, wir spielen Neo Magazin Royale, das Spiel. Angekündigt war es als Neo Magazin Game Royale. Und das Spiel, wie man schwer vermuten kann, bezieht sich auf das Neo Magazin Royale, welches ich persönlich sehr, 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 sehr gerne gucke. Und ich gucke es sehr, sehr regelmäßig. Also ich verpasse keine Folge, denn es läuft im ZDF Neo. In der ZDF Mediathek kann man es immer noch wieder nachsehen. Also man verpasst so zu sehen nichts, wenn man halt abends denkt, oh. Aber jeden Donnerstag schaue ich es mir auf jeden Fall live an. Und das Spiel hat natürlich viele Insider. Das heißt, Fans, die das oder Zuschauer vom Neo Magazin Royale werden es leichter verstehen als keine Zuschauer vom Neo Magazin Royale. Aber vielleicht ist das für euch auch ein kleiner Anstoß, sage ich mal, das Game zu spielen oder vielmehr sogar, worauf ich hinaus will, das Neo Magazin Royale zu gucken. Und es ist ein kostenfreies Spiel, das muss ich dazu sagen. Es ist rein kostenlos. Es ist in der letzten Ausgabe vor Weihnachten, natürlich kurz vor Weihnachten ist es noch gekommen, veröffentlicht worden. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass es da ist. Ich habe, glaube ich, 2 Tage vorher nur Bescheid bekommen oder erfahren, dass das mein Handy geht, Entschuldigung, dass das Game entwickelt ist und fertig ist und in den Handel kommt. Und ich dachte mir so, okay, in den Handel ist gut, kostenlos runterladen. Der Link übrigens in der Videobeschreibung, das ist übrigens die kleine Box unten drunter, wo noch viel Information steht. Ja, da kann man auch mal draufklicken und sich das Spiel ziehen, wenn man möchte. Das ist ein Adventure-Spiel und wie die Grafik schon sieht, in Full HD und beste auf jeden Fall ist es Unreal Engine. Natürlich nicht. Es ist auf jeden Fall auf Retro gemacht und das werden wir gleich, oder das haben wir gerade im Intro schon gesehen, wo dieser Strudel kam. Das war aus Maniac Mansion 2 oder vielmehr Day of the Tentacle. Ja, wir spielen es jetzt einfach. Ich habe es schon, muss ich zu meiner Schande gestehen, einmal durchgespielt, weil ich angefangen hatte und ich dachte mir so, boah, das macht Laune. Und dann dachte ich mir, ah, du willst eigentlich aufnehmen, ah, du willst auch weiterspielen. Und da war ich in der Zwickmühle und habe es dann leider durchgespielt. Aber einmal, es ist auch nicht relativ lang, weil es wird episodenmäßig gemacht. Also wir spielen gerade hier Neo Magazin Royale Episode 1, Titel Jäger der verlorenen Glatze. Was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr jetzt in diesem Let's Play. Ich klicke mal auf neues Spiel. Weiterspielen geht hier und dann geht es auch schon direkt los. Also endlich mal ein Spiel, muss ich dazu sagen, was mein Rechner auch schafft. Mein alter Rechner, der hier steht, ja, der ist nicht so der neueste. Ihr wisst ja, habe ich ja schon mal ein oder andere Mal erwähnt. Ja, dann wollen wir mal sagen, klicken wir auf ein neues Spiel und vielleicht darf ich euch neu, als neue Zuschauer begrüßen oder als ein alteingesessene Zuschauer. Auf jeden Fall wünsche ich euch beiden jetzt oder allen viel Spaß. Neues Spiel. Dein Fortschritt wird automatisch gespeichert. Kein Safe Game. Mittwoch, 16. Dezember, 20.15 Uhr, 11 Uhr, nach einer wahren Begebenheit. Tief in Köln-Hahnwald. Oh, arme Gegend. Die Maison Böhmermann. Genau deswegen. Was passiert hier? Ein alter Computermonitor. Williams Text ist auch fertig. Schnell zum Flugzeug, die Show fängt gleich an. Nur kein Stress, mein Freund, nur kein Stress. Der geilste Vorspann ever. Aus Neo Magazin Royale, das Spiel. Mit Jan Böhmermann. Episode 1. Jäger der verlorenen Glatze. Hihi. Da ist der Laser. Hallo, hallo! Ein herzliches Willkommen zu Neo Magazin Royale, Jäger der verlorenen Glatze. Die Show geht bald los. Hilf mir, William sein Sendungsbuch zu übergeben. Du kannst mich durch die Gegend steuern, indem du einfach irgendwo in den Raum klickst. Um mit irgendwelchen Objekten und den ganzen Verrückten hier zu interagieren, halte die Maustaste kurz gedrückt.
Dann kannst du auswählen, ob ich ein Objekt oder eine Person anschauen, benutzen oder aufheben oder zutexten soll. So, los geht's. Jetzt schnell William seine Texte geben, dann kann die Show auch endlich anfangen. Yeah, und wir haben schon mal gespeichert. Das sehen wir oben an dem Diskettensymbol. William, das ist der Sidekick der Sendung und hier, William Kuhn kennt man auch von 1 Live, da macht er auch so eine Sendung, der beste Tag der Welt, denn heute ist der beste Tag der Welt. Kann man sich auch mal anhören. Und das hier ist Jan Böhmermann, wer ihn nicht kennt, aber mittlerweile sollten ihn schon ein paar Leute mehr kennen, also schon lange dabei im Showgeschäft, also was muss man mal nachgucken bei Wikipedia, was er bislang gemacht hat, das war schon nicht wenig. Allein Lukas Tagebuch fand ich gut, dann hat er Road und Böhmermann gemacht, die Show, wo jetzt demnächst endlich eine neue Show von kommt. Gleiche Aufmachung, gleiches Prinzip, gleiche Format der Sendung und zwar mit Olli Schulz und da freue ich mich besonders drauf, denn Olli Schulz ist top. Er hat auf jeden Fall mal einen derben Freestyle, wenn ihr wisst, was ich meine. Okay, Jan Böhmermann, ja, ich sag mal, nimmt oft kein Blatt vom Mund. Also die Sendung ist darauf ausgelegt, dass sehr viel, ich sag mal, in die Fresse Humor ist. Also auch mal vis-à-vis irgendwie sagen, wie es, er hat zum Beispiel Sammy Slimani als bestes Beispiel, hat er mal mit einer Konfettikanone abgeschossen in einem seiner Videos. Oder ihr wisst noch hier, ich mach den hier, Varoufakis, den mit dem Stinkefinger. Riesenskandal, die Griechen zeigen uns den Stinkefinger und so weiter und so fort. Und das war letztendlich ein Fake von Neo Magazin Royal. Es war der Varoufake. Hashtag Varoufake. Und dann würde ich mal sagen, also gehen wir mal los. Wir gucken mal, wenn ich gedrückt halte, wie gesagt, hier auf Objekt, ne, kann ich mir das auswählen. Das ist ein bisschen, was ist nicht ein bisschen, das ist extra so. Hat mit alten Spielen nichts zu tun, aber hier früher immer benutze, gib, nimm zu und so. Kennt ihr zum Beispiel von meinem Let's Play Sam & Max, das ist ähnlich. Oder von Day of the Tentacle, Entschuldigung, Sam & Max war das auch schon mit dem Rad. Wenn man jetzt hier draufklickt, zum Beispiel auf einem iPhone oder einem Samsung-Gerät oder einem anderen Android, dann geht das auf und es ist quasi auch auf dem Smartphone spielbar. Ne? Auch, wie gesagt, Link unten in der Videobeschreibung, wie ihr zu dem Spiel kommt. So, dann wollen wir mal gucken, was gibt es denn hier Schönes? Ein Stromkasten. Schauen wir uns den mal an, natürlich. Wir verbrauchen viel Strom. Williams Penispumpe ist elektrisch. Okay. Na gut, kann man den aufmachen? Lieber nicht. Lieber nicht, natürlich. Natürlich. Eine Pflanze und, Leute, die früher Let's Plays Adventures gespielt haben, die wissen noch, mit Pflanzen kann man reden oder konnte man früher reden. Das ist ein Running Gag, der sich durch viele andere Adventure durchgezogen hat. Vielleicht kann man auch mit dieser Pflanze reden. Mal gucken, aber wir schauen uns erstmal an und dann versuchen wir mal mit ihr zu quatschen. Grün und komisch gewachsen. Wir nennen sie Claudia Roth. Aha, das vergessen, ey. Also ich habe viele Stellen vergessen und es wird lustig werden, ich sag's euch. Sehe ich aus wie Markus Lanz? Der Humor ist echt gut. Braucht kein Mensch. Okay, wir mitnehmen können wir es auch nicht. Gut, was haben wir denn hier? Schauen wir uns die Tür mal an. Wo geht's denn dahin? Da geht es in den Partyraum. Okay. Aber wir schauen jetzt erstmal die ganzen Türen an, wo wir hinkommen und dann agieren wir, würde ich sagen. Die Tür zur Teamtoilette geht. Bäh. Kann man die aufmachen? Nee, ich will noch gar nicht. Ich will noch gar nicht. Was ist das für eine schöne Tür? Wo geht diese dahinter hin? Dahinter sind noch mehr Räume. Okay. Da geht's zur Maske. Hier ist ein Feuerlöscher. Für die einen ist es ein Feuerlöscher, für Peter Altmaier der größte Sahnespender der Welt. Den kriegt das Schleckermäulchen innerhalb von 2 Bratwürsten leer geschlürft. Können wir den mitnehmen? Besser nicht. Na den gut. Brauchen wir noch, wenn die Gags wieder zu heiß werden. Ja, ist klar. Verstehe ich schon. Ist okay. Hier geht's zur Bühne. Oh, dieser verdammte Lichttürke nimmt der Sonne schon wieder die Arbeit weg. Okay, der Lichtdruck ist derjenige, der immer so komischen Schatten wirft. Wie jetzt bei mir zum Beispiel, müsste hier auch ein Schatten zu sehen sein. Wenn ich die Brille nämlich aussehe, ist der Schatten weg. Also da muss ich dran denken, da fiel mir auch wieder der Lichtdruck ein. Können wir denn auf die Bühne gehen? Lieber nicht. Okay, dann nicht. Sollen wir denn zuerst in die Maske? Ja, ich würde sagen, wir gehen zuerst in die Maske. Die Tür ist schon auf. William? Okay, wir müssen William finden. Wo wird er sich aufhalten? Wir wissen es noch nicht genau. Leider gibt es hier keine Hotspots, wo man eine Taste drückt und dann werden alle Dinge auf dem Monitor angezeigt. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen durchwursteln. Ein Spiegel. Oh, ein Spiegel. Selbst hier habe ich einen Nasenschatten. Verdammter Lichttürke. Cool. Ach, mir macht Spaß. Mir macht es auch Spaß, das zweite Mal durchzuspielen, aber ich amüsiere mich köstlich. Oh, ich hoffe, ihr Wolfgang auch. Job, bist du es?
Ach nee, nur ein Ledersessel. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Nein, einfach nein. N-E-I-N, nein. Nein. Ich glaube, nein ist nein. Noch ein Ledersessel, gleicher Gag. Oh, what? Ja, ist gleicher Gag. Nur ein Leder. Aber guter Gag. Botox-Spritze. Oh, können wir die mitnehmen? Die muss hier bleiben. Okay, aber warum, sagt er nicht. Schminkzeug. Nein, nur ein Komplett-Make-up pro Woche. Steht in meinem Vertrag. Dann nimm's mal mit. Das bleibt schön hier. Okay. Ledersessel, Botox-Spritze, Ledersessel, Waschmaschine. Oh, ist da vielleicht ein kleiner geschrumpelter Pullover drin? Da sind entweder Williams Pullover drin oder es findet ein Holi-Festival statt. Machen wir den mal auf. Ich habe eine Vermutung, was drin ist. Pulli! Ein William-Pulli. 100% Alpaka-Wolle. Okay. Nicht schlecht. Aber warum Williams den... Pulli. Nass geschwitzt. Warum wir den jetzt mitnehmen, weiß ich auch nicht. Werden wir noch feststellen. Spind Nummer 101. Hier bewahrt Captain Obvious seine Sachen auf. Captain Obvious, wer hätte das gedacht? Was ist da oben? Kamera gut? Damit dreht William auch Filme für Pornhub. Trick mitnehmen. Lieber nicht. Klebt ein bisschen. Ah, ist das ekelhaft. Pfui, pfui, pfui. 102, was ist das für einer? Das ist Williams Spind. Habe ich da ein Geräusch gehört? Aha, können wir den aufmachen? Klemmt irgendwie. Was war das für ein Geräusch? Okay. William? William? Bist du da drin? Bist du da drin? Ein ziemlich großer Spind. Obwohl er das gleiche Format hat wie die anderen Spinde. Können wir 101 aufmachen? Abgeschlossen. Ist auch das einzige, wo kein Schloss drauf ist. Ne? Also, ne? 103 zum Beispiel. Hier verstaut Dende die Titan Rhymes und freshen Beats. Dende Man. Und die freie Radikale. Mach mal auf. Abgeschlossen, ne? Abgeschlossen. Ja, und lass mal raten, 104 wird es genauso sein. Der Spind von Florentin Ulfkotte. Vom Geruch her könnte es aber auch die Gästetoilette sein. Ja. Abgeschlossen. Zum Glück auch abgeschlossen. Okay, ich glaube, hier ist nichts. Achso, das ist das Sendungsbuch, alles klar. Dann gehen wir mal raus. So, und dann machen wir die Tür mal auf, würde ich sagen. Benutzertür. Abgeschlossen. Okay, können wir nicht benutzen. Notausgangsschild. Ich glaube, da geht's raus. Mal Captain Obvious fragen. Okay, also die Gags, ihr müsst mal eine Sendung geguckt haben, um die Gags zu verstehen. Captain Obvious ist halt... Ah, den werden wir vielleicht noch kennenlernen. Mal gucken. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Öffne mal mit all diese Tür. Abgeschlossen. Okay. Ein Stromkasten. Können wir den aufmachen? Lieber nicht. Mein Gott, mein Handy geht mir auf Nulle hier. So, dann diese Tür. Was ist da? Partyraum, ne? Da geht es in den Partyraum. Seid dabei? Wollt ihr Party? Ich glaube ja. Warte mal, aufmachen. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Situation Room. Und da gehen wir doch mal hin. Okay. Hey, Boss. Hallo, Herr Böhmermann. Ey, Leute, hat einer von euch William gesehen? Aha. Das ist der Beefträger. Sehr schön, sehr schön. Wir schauen uns erstmal um und dann quatschen wir mal mit den Leuten. Die Gagmaschine. Sie produziert die ganzen Gags. Nicht alles glauben, nicht alles glauben. Nicht nötig. Mein Witzeköcher ist voller als Jenny Elvers auf dem roten Sofa. Sehr schön. Wall of Beef! Ich hasse die, aber ich liebe die auch. Aber ich hasse die, aber ich liebe sie auch. Aber ich hasse sie. Aber ich liebe sie. Können wir uns da was mitnehmen? Vielleicht Flair ganz nach oben? Nee. Ach, lassen wir erstmal so. Sehr schön. Der Hut! Ein Hut! Ein Hut? Was da wohl drin ist? Sollen wir uns den mal nehmen? Hättest du lieber ein Tinder-Match mit Boris Becker oder ein Tennis-Match mit Barbara Becker? Ist da noch mehr drin? Hättest du lieber ein Tinder-Match mit Bo oder ein Tennis... Ja, komm. Witzig. Ja. Hat man doch schon, aber ist da bestimmt noch was anderes drin. Wärst du lieber ein depressives Einhorn oder ein mega schlauer Nacktmull? Ach, wenn die Fragen in der Sendung etwas bekommen. Ist ja gut, verdammt nochmal. Okay, was haben wir hier? Ein Bälleparadies. Da drin verstecken sich die Autoren immer.
Ist auch einer drin. Eine Kreditkarte. Wer hat die denn hier verloren? Was steht denn drauf? Ach, Markus Lanz. Benutze das doch selber. Ja, ich will die nur gucken. Die Kreditkarte von Markus Lanz. Nicht schlecht. Randvoll wahrscheinlich, aber warum ist das nicht die schwarze? Denkt mal drüber nach. So, dann geht's weiter. Hautflocken, ist ja widerlich. Hier könnte auch mal einer durchsaugen. Ja, vielleicht der Beefträger? Das ist der Beefträger. Er bringt den Beef. Und er hier ist Bart. Das ist Bart. Der tut nichts. Der will nur spielen. Ja, das sieht auch so aus. Eine Weltkarte? Mein Reich, das soll alles einmal mir gehören. Da wird der Adi in mir ganz sentimental. Ach ja, schön. Okay, reden wir mal mit dem Beefträger. Wer sind Sie und was machen Sie hier? Ja, sehr gut, wie in der Sendung. Wer sind Sie und was machen Sie hier? Ich bin der Beefträger. Ich bringe den Beef. Haben Sie denn auch einen Beef für mich? Ich habe hier einen in meiner Beef-Tasche. Oh, ich muss ihn hier irgendwo verloren haben. Den brauche ich doch für die Sendung. Nein. Okay, fragen wir nach William. Haben Sie zufällig unseren DJ Will.i.am gesehen? Leider nein. Im Normalfall findet man ihn doch immer in der Maske beim Haarekämmen. Er hat wenig Haupthaar, müssen wir mal dazu sagen. Ja. Was machen Sie da mit der Hornhautrommel? Parmesan fürs Catering. Igitt. Ja. Ich glaube, ich nehme nur einen Schluck Wasser. Haben Sie denn alles für die Sendung? Ich bin Beef-Zusteller und habe keinen Beef. Das ist traurig. Na gut. Ah, dann ist gut. Bis später. Dankeschön, Herr Böhmermann. Kann ich Sie vielleicht noch um ein Autogramm... Tut mir sehr leid, aber ich muss weg. Leider keine Lust. Leider keine Lust. Okay, dann reden wir noch mit Bart. Bart. Hi, Bart. Klingt gut. Hi, Bart. Hey, Boss. Sag mal, was machst du hier eigentlich? Ich pass auf, dass hier keiner von Axel Springer reinladen. Okay. Hast du unseren glatzköpfigen Sidekick gesehen? Nee, aber im Zweifelsfall ist er am Buffet zu finden. Oder da, das stimmt. Okay, dann gucken wir mal, was noch hier gibt. Was gibt denn noch? Wie alt bist du? Ah ja. Wie bist du eigentlich zu deiner Gesichtstätowierung gekommen? Na, mit dem Bus. Ach so, ja. Macht Sinn. Ergibt Sinn. Egal. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Ja, dann. Ach, ist egal. Man sieht sich. Würde ich auch mal sagen. Okay, kommen wir dann irgendwie hin? Nö. Hier ist mal Schicht im Schacht. Jawohl. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Ist er gerade größer geworden? Nee, ich dachte schon. Sah für mich so im ersten Moment so aus. Achso, warte mal. Können wir da von ein paar Parmesan-Dinger mitnehmen? Warum auch immer? Eher moderiere ich die Neuauflage von Wetten, dass. Wurde auch spekuliert, dass er es machen würde, aber ja, ich glaube, Jan Böhmermann auch nach dem Ausstieg von Stefan Raab aus dem deutschen Showgeschäft. Ich glaube, Jan Böhmermann hat erstmal genug zu tun mit Neo Magazin Royal und mit der sanft und sorgfältig Radiosendung, die er noch mit Olli Schulz moderiert, sowie die kommende Sendung ab Januar Schulz und Böhmermann. Ich glaube, das reicht, oder? Ich würde mal sagen, ja. Alter Trick, kann man mit der Kreditkarte vielleicht die Tür aufmachen? Halt, die Tür. Wer weiß. Ich sollte erst einmal William finden. Okay, das wird er wahrscheinlich hier auch sagen. Oder? Ich sollte erst einmal William finden. Ja, ich habe eine Vermutung, was er hier sagen wird. Ich sollte erst einmal William Oh! Captain Obvious! Wer hätte das gedacht? Achso, Nase an Nase. Das ist Captain Obvious. Dann quatschen wir doch gleich auch mit ihm. Cool. Hallo, Captain Obvious. Hallo, Jan. Ja, genau. Hast du William gesehen? Zu dieser Zeit lässt er sich meistens die Glatze pudern. Mhm, okay. Also wird er in der Maske sein. Hast du irgendwo Beef herumliegen sehen? Du wirfst doch Post eh immer gleich weg. Mhm, okay. Wir brauchen also noch für den Beefträger noch den Beef. Wir schmeißen ihn weg. War vielleicht ein guter Hinweis. Mal gucken. Genau. Weißt du noch, wo ich den Toilettenschlüssel verstecken wollte? Den Geruch nach in deinem Büro. Haben wir auch noch nicht gefunden. Das Büro. Ich wollte nur mal Hallo sagen. Haha, das hast du gemacht. Falls ich dir noch irgendwie helfen kann, komm rum.
Captain Ich kann mir deinen ganzen Kram mal anschauen. Vielleicht fällt mir dazu noch was ein. Gut, dankeschön erstmal und wir kommen auf jeden Fall später nochmal auf dich zurück. So, was war hinter dieser Tür? Dahinter sind noch mehr Räume. Okay, dann wird vielleicht Jans Büro dahinter sein. Mal gucken wir mal. Aber wir gehen mal zurück in die Maske, weil ich habe eine Vermutung, dass er da sein wird. Und vielleicht können wir das mit der Kreditkarte auch öffnen. Warte. 102, genau. Das war der richtige Spind. Yeah! Oh, mega Fail. Die Kreditkarte ist zerbrochen. Nein! Ja, dafür ist der Spind jetzt auf. Yay! Wie gewonnen, so zu ronnen, liebe Freunde. Wie gewonnen, so zu ronnen. Okay, dann machen wir den mal auf. Potztausend. Ein Geheimgang. Wie bei